Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Online Business and More. Und heute geht es um dein Business Mindset. Ja, es ist doch so, dass sich immer mehr Leute selbstständig machen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und natürlich hoffen alle schon sehr bald, ein ganz ein tolles Geschäft aufgebaut zu haben. Und leider ist aber dann die Realität doch etwas anders und viele wursteln frustriert vor sich hin. Und auch ein ganz ein großer Teil gibt einfach irgendwann frustriert auf. Und auf jeden Fall, was alle merken, irgendwo geht es doch nicht so leicht. Natürlich gibt es ja diese Marketer, die dir erzählen, ja, es ist alles einfach. Und ja, das geht schon alles und so quasi, du wirst über Nacht erfolgreich. Nur ich kann dir sagen, mein Übernachterfolg hat Jahre gebraucht. Und so ist es auch meistens bei anderen Leuten. Also es ist selten, dass es wirklich so ist, dass du heute dein Business startest und morgen bist du schon erfolgreich. Und der Grund, der Hauptgrund, den ich darin sehe, sind gar nicht unbedingt die Business Skills und die Strategien. Das gehört natürlich alles auch definitiv dazu, gar keine Frage. Aber was ich merke, auch in der Begleitung von meinen Coaches, also in der Begleitung von ganz vielen Leuten, was eigentlich oft am längsten braucht, das ist der Kopf, das ist das Mindset, das einfach nicht in der gleichen Geschwindigkeit mitwächst. Und da nutzt nichts, wenn dann irgendjemand kommt und tschakka ruft und du schaffst das und du kannst teurere Preise verlangen und du wirst das alles umsetzen und du wirst genug Kunden finden und sonstiges, weil es einfach Zeit braucht, da hineinzuwachsen. Und, aber natürlich gibt es Dinge, die dieses Mindset-Wachstum, also dieses von diesem normalen Angestellten-Mindset, wie wir es ja alle kennen, also wir sind ja alle so großgezogen worden im deutschsprachigen Raum, also wenn du nicht irgendwie in einer total dynamischen Unternehmerfamilie groß geworden bist und da wirklich schon von der Muttermilch her andere Glaubenssätze mitbekommen hast, dann ist es so, dass du als braver Angestellter erzogen wurdest. So ist unser ganzes Schulsystem. Und was kannst du jetzt machen, damit das nicht so lange dauert, damit du schneller größer wirst? Und da habe ich heute einfach 5 Tipps für dein Business Mindset, wie das schneller gehen kann. Fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 1. Und Tipp Nummer 1 ist einfach, dass du dir eine Mastermind-Gruppe finden solltest. Was ist denn das? Also bekannt geworden ist Masterminding eigentlich durch den Napoleon Hill, der eben gesagt hat, man soll auf jeden Fall mit Masterminds arbeiten. Gibt es natürlich wie immer und überall sehr viele verschiedene Modelle. Um was es eigentlich im Allgemeinen geht, ist einfach, dass du dich mit Leuten zusammentust, die auf dem gleichen Weg sind wie du und dass ihr euch gegenseitig auf regelmäßiger Basis, das kann sein einmal in der Woche, das kann sein einmal im Monat, einfach austauscht und ihr euch gegenseitig unterstützt. Also jeder hat seinen Zeitslot und jeder präsentiert quasi, das ist im Moment, das sind meine Herausforderungen, das ist das, wo ich gerade stehe und die anderen, jeder gibt wertvollen Input und sagt, ich habe das damals so gelöst oder ich kenne jemanden, der das so und so gelöst hat. Also man bringt Lösungsvorschläge, man bringt Ressourcen, also zum Beispiel Software oder Fachleute, die das für einen tun können und man bringt Kontakte, das ist natürlich auch ganz wichtig, also verknüpft dich doch mal mit dem und dem und der kann dir da sehr helfen. Und das ist natürlich auf der einen Seite auf der fachlichen Ebene ganz wichtig, diese Masterminds zu haben, weil die eben diesen Input bringen. Aber es ist noch so viel mehr. Also es gibt ja diesen Spruch, die Umgebung ist stärker als dein Wille. Und das zeigt sich einfach, weil wo sind wir denn normalerweise? Also ich weiß, wie ich angefangen habe, ich war eigentlich sehr Mutterseelen alleine. Und was man dann macht, also mit dem Business, ja. Und was man dann macht, man geht an die Leute, zu denen man sonst geht. Wenn man Rat sucht, das ist die Verwandtschaft, das sind die Freunde und ähnliches. Und ich war eigentlich sehr erschüttert und enttäuscht und ich sehe das auch immer wieder bei meinen Kunden, wie wenig die auf das reagiert haben, was jetzt gerade meine größten Themen waren. Also wenn ich irgendwo so gebeten habe, kannst du das mal teilen oder was sagst denn du, soll ich die Landingpage so oder so gestalten? Da ist eigentlich überhaupt nichts zurückgekommen. Ja. Und heute kann ich ja diese armen Freunde und Verwandten in Schutz nehmen und kann sagen, ja, die sind da einfach nicht. Ja. Was willst du denn von denen? Die können dir keinen Rat geben und die verstehen nicht, wie dringend es wäre, dass sie dich weiterempfehlen. Ja. Aber am Anfang war das für mich sehr erschütternd, warum gerade diese Leute, die mir so nahe sind, mir nicht helfen.
Und heute kann ich dir einfach sagen, ja, also dazu sind sie nicht da. Sie dürfen dir weiter in Liebesdingen oder Kindererziehungsdingen oder wo auch immer du sie sonst fragst, Rat geben, wo sie selber auch mit ihrem Kopf drinnen sind. Aber da sind sie einfach nicht drinnen. Und deswegen lass sie einfach in Ruhe und freu dich, wenn du Leute hast, die genau dort sind, wo du bist, weil die verstehen deine Fragen und auch wenn sie nicht immer eine Antwort haben, du hast einfach Leute, die ganz bei dir sind im Kopf. Der sehr bekannte, leider schon verstorbene Motivationssprecher Jim Rohn hat auch immer gesagt, du bist der Schnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das stimmt in so vieler Hinsicht, ja, also dass du einfach das gleiche Gewicht hast, das gleiche Einkommen hast, weil diese Leute so stark auf dich abfärben. Und deswegen ist es sehr wichtig, das kann man eben jetzt so als Schicksal quasi nehmen. Ja. Man kann es aber auch einfach sagen, okay, jetzt schaue ich extra, dass ich mich mit neuen Leuten umgebe, dass ich Leute finde, die einfach in der Richtung schon unterwegs sind, in die ich gehen möchte und sich so seine 5 wichtigsten Ansprechpartner sehr bewusst auch wählt. Und solche Sachen passieren eben in Mastermind-Gruppen. Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, das zu machen. Denk auch kurz noch so, es gibt ja diese Zwillingsgeschichten von Adoptiveltern, ja, und der eine Zwilling ist in die Umgebung reingekommen und der andere in eine andere. Und dadurch haben sie ganz andere Erfahrungen gemacht und sind ganz anders groß geworden und haben damit auch einfach ganz, ganz andere Glaubenssätze. Also glaub dran, dass deine Umgebung, also das, wo du dich täglich praktisch drinnen badest, macht einen großen Unterschied und das kann man nicht, das muss man nicht als Schicksal ansehen, sondern das kann man sehr, sehr bewusst wählen. Wenn du jetzt gar nicht weißt, wo du eine Mastermind-Gruppe herbekommst oder dir denkst, so weit bin ich noch nicht, wer will denn schon mit mir masterminden, fang klein an. Alleine ein Buddy, den du dir findest, mit dem du ein sogenanntes Cross-Coaching machst, ist schon super. Also jemand, der eben auch unterwegs ist, der ähnliche Probleme hat, ähnliche Herausforderungen hat wie du. Wenn du dich mit dem einmal in der Woche triffst und ihr einfach gegenseitig committed seid, euch zu unterstützen, euch zuzuhören, euch zu helfen, auch das ist schon eine Mini-Mini-Mastermind-Gruppe. Und mit Tools wie Zoom kann man das heute wirklich ganz einfach und kostenlos auch online machen. Also man muss sich auch gar nicht treffen. Wichtig ist, dass man zuerst klar über die Ziele redet und dann auch wirklich schaut, dass diese Vereinbarungen auch eingehalten wird. Also das heißt, wie viel Sprechzeit jeder hat, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nehmen soll. Und einfach auch sehr bewusst sich sagt, okay, wenn es nicht passt, dann kann ich mich da auch wieder trennen und da nicht eine neue Verpflichtung entstehen lässt. Also, Mastermind gucken. Menschen, mit dich mit Menschen umgeben, die schon weiter sind oder die zumindest gleich weit sind wie du, das bringt dir ganz viel, das holt dich aus der Einsamkeit, das bringt dir ganz neue Möglichkeiten und auch eben ein neues Mindset. Mein zweiter wichtiger Tipp, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte zum Thema Business Mindset, ist, dass du deine Ziele schriftlich formulierst. Das hast du sicher schon gehört und denkst jetzt vielleicht, das ist ein alter Hut. Und trotzdem macht es einen Unterschied. Es ist dieses Commitment dir selber gegenüber. Es geht auch darum, du formulierst es mehr aus. Also es hat viel mehr Klarheit für dich selber. Und du merkst vielleicht auch selber schon, hey, so wie ich mir das immer so vorstelle, einfach, ja, das geht ja gar nicht so einfach, wie ich das jetzt gedacht habe. Und das passiert erst, wenn du es mehr manifestierst, wenn du es mehr Realität werden lässt, als wenn du einfach immer nur so denkst. Weil dieses Denken, das sind oft Luftschlösser, Traumschlösser, die du dir baust und die du eigentlich ganz gerne verwirklichen würdest. Aber wo es dann am Ende des Tages halt einfach immer nur ein Traum bleibt, der auch immer wieder weiter in die Zukunft rückt, weil du kein Datum gesetzt hast. Weil du es einfach nicht, weil du wirklich nie wirklich gesagt hast, das möchte ich auch tatsächlich machen und vielleicht sogar mit Zahlen dran, das wäre nämlich auch ganz gut. Und auch der Prozess des Schreibens, nämlich vor allem des Schreibens mit der Hand, ist wissenschaftlich erwiesen, bringt einfach, der beeindruckt dein Unbewusstes. Und dein Unbewusstes zu beeindrucken, ist immer eine sehr, sehr gute Sache. Tipp Nummer 3. Brich es runter. Also ich habe also so gerade so zum Beispiel diese Zahl 100.000, das ist eine Zahl, die höre ich ganz oft. Und wenn du jemanden fragst, der gerade so mit dem Business anfängt, dann sagen sie meistens, ja, ich möchte im nächsten Jahr 100.000 Umsatz machen, mindestens. Und das klingt natürlich toll, aber das ist eine Riesenzahl und das ist nicht wenig und das ist nicht so leicht erreichbar. Nur weil da viele das von den Dächern schreien und so tun, als wäre das alles eine Kleinigkeit, wird es keine Kleinigkeit, sondern da muss man auch wirklich dran arbeiten und da muss man planen.
Und das heißt, wenn du dir das mal runterbrichst, 100.000, das sind 8.333,33 im Monat. Und das sind wiederum 1.923 Euro jede Woche. Und da gibt es dann keine Urlaubswochen. Also das heißt, wenn du irgendwann in dem Jahr Urlaub machen willst, dann wird es über 2.000. Das heißt, du solltest über 2.000 jede Woche verdienen. Hast du das? Und hast du das diese Woche und wirst du das auch nächste Woche tun? Weil, wenn du das nicht machst, dann wirst du am Ende nicht auf die 100.000 kommen. Also deswegen mein Rat, deine Ziele, brich sie runter. Also nimm dir nicht einfach immer nur ein Jahresziel und stell dann im November oder Dezember fest, dass du das doch nicht erreicht hast, sondern setz dir einfach auch Quartalsziele, Monatsziele und Wochenziele. Und wenn du das eben dann nicht erreicht hast, dann sind wir nämlich gleich beim Tipp Nummer 4. Das eine ist, dir das aufzuschreiben und dir zu sagen, ich möchte nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Quartal so und so viel verdienen. Aber das andere ist, dass du nachher auch dieses Tracking machst, dieses Monitoring machst und dir anschaust, habe ich mir das nur gewünscht oder ist das auch Realität geworden? Also das heißt, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, nächste Woche 2.000 Euro zu verdienen und dann ist diese Woche vorbei und du musst dann eine Rückschau machen und du musst sagen, okay, ich habe sogar 2.500 verdient, ja, was heißt das für mich, wie mache ich jetzt weiter? Nehme ich mir jetzt für nächste Woche auch wieder 2.500 vor? Oder, was leider am Anfang meistens viel eher passiert, oh je, ich habe ja nicht einmal 1.000 verdient, was heißt denn das? Ja? Und dann eben nicht immer nur, weil solange du nur Ziele aufschreibst, sind das nur Träume. Du musst nachher auch diese Rückschau halten und sagen, okay, habe ich es erreicht oder nicht? Und wenn du es erreicht hast und sogar mehr erreicht hast, erstens mal feiern, das ist natürlich ganz wichtig, ja. Und aber auch dir überlegen, warum war ich jetzt besser, als ich es mir gedacht habe und was kann ich dazu beitragen, dass das so bleibt und natürlich noch mehr wird. Das andere ist aber, wenn du es nicht erreicht hast, warum habe ich es nicht erreicht? Auf was muss ich mehr achten? Wo muss ich mehr Fokus drauf tun? Was habe ich mir anders vorgestellt, dass es dann gewesen ist? Habe ich weniger Termine wahrgenommen, weniger Telefonate geführt, weniger Facebook-Lives gehalten oder was auch immer? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also man kann ja nicht nur einfach eine Zahl hinschreiben und dann hoffen, dass sie wundersamerweise sich auch erfüllt, sondern es muss ja auch einen Weg zu dem Ziel geben. Wie habe ich gedacht, dass ich zum Beispiel diese 2.000 Euro in der Woche erreiche? Und habe ich das auch gemacht? Habe ich das so viel gemacht, wie ich es mir vorgenommen habe? Und wenn nicht, geht das nicht? Muss ich da einen anderen Prozess anstreben? Oder war ich einfach abgelenkt durch Kleinkram und Sonstiges? Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Und in meiner University haben wir ja zum Beispiel diesen Matrix Club, wo wir genau das in der Gruppe jede Woche zusammen machen, wo wir einfach genau diese Vorschau und Rückschau halten, um immer besser auch zu verstehen, was läuft denn vielleicht falsch und warum erreiche ich meine Ziele nicht. Und da kriege ich einfach ganz super Rückmeldungen, wie glücklich die Menschen sind, dass sie endlich mal überhaupt merken, wo sagen wir auf Wienerisch, also wo verbringe ich zu viel Zeit, die dort nicht sinnvoll aufgehoben ist und was kann ich denn machen, damit ich wirklich einmal in erster Linie meine primären Ziele erreiche. Und ja, das ist eine tolle Sache in diesem Matrix-Club und die Leute, die da eben dieses Tracking freiwillig jede Woche machen, merken einfach sehr bald, wie sie ihre Zeit besser investieren, um wirklich das zu tun, um ihre Ziele zu erreichen und dann natürlich auch ihre Ziele zu erreichen. Das war Tipp Nummer 4 und Tipp Nummer 5 ist, arbeite täglich an deinem Business. Du kennst die Geschichte, dass das Flugzeug oder auch die Rakete braucht am Anfang am meisten Kerosin, um wirklich mal dieses Momentum zu schaffen, um einfach mal wirklich abzuheben. In der Luft, also wenn es einmal dann auf Flughöhe ist, braucht es lang nicht mehr so viel Energie. Und das ist halt einfach sehr, sehr wahr und auch einfach auf dein Business zu übertragen. Und Kontinuität schlägt einfach alles. Ja. Wir haben alle viel auf der Agenda, wir haben vielleicht noch einen Brotjob, wir haben Hobbys, wir haben Kinder, wir haben sonstige Verpflichtungen, aber du musst diesen Fokus auf dein Business, auf dein Online-Business legen, wenn du haben willst, dass das auch wirklich erfolgreich ist. Und das kann ich dir sagen, das haben einfach die Leute gemeinsam, die letztendlich erfolgreich geblieben sind. Also das ist für mich auch wirklich so dieses Rezept Nummer 1. Es ist einfach das Dranbleiben. Es ist einfach, dass du täglich Energie investierst in dein Business. Und wenn du gerade
auf Urlaub bist und wenn du gerade sonst was machst, zumindest Ideen haben, über was nachdenken. Ja? Auch einfach täglich Leuten von deinem Business zu erzählen. All das sind Gewohnheiten, die du so nach und nach entwickeln kannst und die einfach dazu helfen, dass dein Business wirklich irgendwo immer so top of the mind ist. Und wenn es immer top of the mind ist und wenn du immer wieder drüber nachdenkst und wenn du immer wieder drüber erzählst, dann passieren einfach Dinge, die sonst nicht passieren. Also ich habe immer wieder Kunden gehabt, die ja eigentlich irgendwie ein Online-Business haben wollten, aber dann war es doch wichtiger, mit dem Hund Gassi zu gehen und sonstiges. Und ich sage dir jetzt sicher nicht, dass du deine Kinder vernachlässigen sollst, ja, aber wenn du was erreichen willst, dann musst du einfach auch committed sein und musst einfach dein Business irgendwo in deine tägliche Routine einbauen, denn sonst wird's nichts, sonst wird's nicht abheben und sonst brauchst du vor allem ständig mehr Energie, wenn du immer dieses On und Off machst und immer wieder mal ein bisschen rausgehst und ein bisschen reingehst und dazwischen vielleicht überlegst, ob es das überhaupt ist, was du haben willst. Und so, das kostet viel mehr Energie, als jeden Tag bewusst und sei es nur 10 Minuten bewusst an deinem Business zu arbeiten, indem du Ideen entwickelst, indem du mit Leuten drüber sprichst und indem du natürlich ganz konkret auch Dinge umsetzt. Ja, wie gesagt, das ist eins der schwierigsten Kapitel überhaupt, dass du wirklich dieses Business-Mindset entwickelst, dass du wirklich von diesem Angestellten-Denken, wo du praktisch ein- und ausstempelst, zu dem gehst, dass du Business-Owner bist, dass du Geschäftsführer, Geschäftsführerin bist von deinem Business. Aber wenn du das wirklich verfolgst und wenn du dich mit Leuten umgibst, wenn du die Ziele definierst und dann auch wirklich die Rückschau hältst, ob die Ziele auch erfüllt worden sind und wenn du täglich an deinem Business arbeitest, dann kann früher oder später kann einfach nichts anderes passieren, als dass dein Business auch erfolgreich wird. Ja, und wenn du dich von mir gerne begleiten lassen willst, dann freue ich mich natürlich. Du kannst dir gerne ein Erstgespräch bei mir buchen, um einfach rauszufinden, wie wir zwei zusammenarbeiten, welches meiner Programme für dich das Richtige ist. Und ich freue mich sehr. Ich habe schon viele Leute bei ihrem Online-Business-Aufbau begleitet und freue mich natürlich total, wenn ich auch dir helfen kann und dich unterstützen kann mit meiner Online-Business-University, mit meinem Online-Kurs Professional, mit meinem Coaching. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche, wenn es wieder heißt Online Business and More. Bis ganz bald.